Was ist eigentlich der Unterschied von chatbasierter Kommunikation zu der herkömmlichen E-Mail-Kommunikation? E-Mail-Kommunikation ist unglaublich verbreitet. Praktisch jeder Mensch im Unternehmen weiss mehr oder weniger, wie er E-Mail bedienen muss. Und die chatbasierte Kommunikation ist das Moderne, ist das, was vielleicht noch nicht so verbreitet ist. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Kommunikationsarten, den ich schnell erklären will. Wenn ich ein E-Mail schicke am Kollegen, dann schicke ich das mit einer Nachricht dort über. Wenn der mir eine Antwort auf das E-Mail gibt, rutscht meine Nachricht eins runter und die aktuelle von ihm, die neueste Antwort, kommt oben drauf. Wenn ich wieder zurückschreibe, rutscht das wieder runter und meins kommt wieder oben drauf. Das heisst, die neueste Nachricht ist immer zuoberst und die älteste ist immer zuunterst. Bei der chatbasierten Kommunikation ist es genau umgekehrt. Von chatbasierter Kommunikation reden wir zum Beispiel in einem modernen Umfeld, zum Beispiel in Microsoft Teams. Wir kennen es aber auch von WhatsApp oder ähnlichen Diensten im Privaten. Dort funktioniert es genau umgekehrt. Wenn ich eine Nachricht schicke, kommt sie da oben. Wenn meine Kollegin, mein Kollege mir antwortet, kommt die neueste Nachricht unten. Wenn ich wieder zurückschreibe, kommt meine wieder unten und so weiter und so fort. Das heisst, E-Mail ist das Neueste zuoberst, im Chat ist das Neueste zuunterst. Also echt der Unterschied. Im Grundsatz ist es so, dass in einem Verlauf, ich meine, ich lese das Buch grundsätzlich auch nicht von unten nach oben oder an vier Seiten, sondern ich lese es von oben nach oben. Die chatbasierte Kommunikation ist darum, in so einem Verlauf einiges natürlicher zum Nachvollziehen. Insbesondere für jemanden, der später dazukommt zu dieser Kommunikation und sich will einlesen, ist es logischerweise simpler, wenn ich von oben nach oben den Verlauf historisch nachvollziehen kann, als wenn ich mühsam von unten nach oben in den E-Mails lesen muss. Das ist der grundsätzliche Unterschied.